Moin moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite im PvE-Modus Rette die Welt. Und zwar habe ich mir heute was Schweres vorgenommen, nämlich die Sturmschildverteidigung 5. Da habe ich schon so einige Male gesehen, wie Spieler ganz verzweifelt Leute gesucht haben, die ihnen dabei helfen. Und das probieren wir jetzt mal. Mal schauen. Das kostet meistens eine Menge Ressourcen. Ich hoffe, ich habe genug. Muss ich mal gucken, ob das so hinhaut. Das ist halt meine Heimatbasis. Da baut man immer weiter und immer weiter und die Region dieses Schilds wird immer größer und wir dringen jetzt hoffentlich mal langsam in die Stadt vor, sodass ich auch mal ein paar Häuser ausräumen kann. So, das geht natürlich alleine los. Wenn es dann zum wirklichen Kampf kommt, kann es sein, dass das Spiel einem dann noch zusätzliche Spieler mit reinpackt. Das ist aber mehr Glückssache. Und da bin ich in meiner Basis. Hier habe ich beim letzten Mal den Verstärker A gebaut, der dann auch reichlich angegriffen wurde. Kann ich auch erstmal beigehen und hier ein bisschen reparieren. Metall habe ich reichlich mitgebracht. Das heißt, ich kann jetzt auch hier beigehen. Nicht nur die Sachen hier reparieren, sondern upgraden. Alles ein bisschen stabiler machen hier. Das sieht dann auch gleich ein bisschen schicker noch aus hier. Jetzt habe ich aber jetzt nicht so viel. Hier kann man den Unterschied jetzt sehen. In der Mitte geupgradete Wand, links nicht geupgradet. So, da fehlt es mir an Holz, um meine Holzkonstruktionen da oben so ein bisschen zu erweitern. Von daher gehe ich mal kurz los, hier ein paar Bäume weghacken, die beim letzten Mal neu in den Schirm hineingekommen sind. Wie? Nein, doch. Auf jeden Fall. Diese Missionen sind immer ganz chillig, weil man hat so erstmal überhaupt kein Zeitlimit und kann an seiner Basis rumdoktern, wie man lustig ist. Zeugs sammeln und alles. Nur wenn man dann irgendwann mal den Startknopf gedrückt hat, dann geht's um die Wurst. Oder um die Basis, vielmehr. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel mit einem macht, wenn man es denn nicht schaffen sollte, seine Basis zu verteidigen und wenn die Höhlen kommen und alles abreißen.
Wäre glatt mal ein interessantes Experiment, aber irgendwie möchte ich meiner Basis das nicht antun. Hab ja nun doch schon ein paar Mal daran rumgebaut. Da das Sturmschild Verteidigung 5 ist, viermal, das ist jetzt das fünfte Mal. Hier ist wohl das Ende der Welt. Ich hoffe, ich komme da wieder hoch. Ne, muss ich eine Treppe bauen. Einen Eindruck, als wenn seit dem letzten Mal ein paar von den Bäumen nachgewachsen wären. Ich kann aber auch scheinbar nur die Wände upgraden und nicht ist mir irgendwie noch nicht ganz klar, wie man diese Treppen bearbeitet. Ah. Dreht. Und eine halbe Treppe. Okay. Das ist auch in Ordnung. So kommt man hoch. Aber weil hier ist nämlich, glaube ich, der Spawnpunkt, wenn ein anderer Spieler auftaucht. Und beim letzten Mal musste ich die Treppe dann erst abreißen, damit der da überhaupt rauskommt. Weil wenn man so als Besucher sozusagen in die Festung von wem anders reinkommt, dann kann man da nichts bauen oder zerstören. Was natürlich ganz cool ist, weil dann können die einem nicht die Basis kaputt machen. Aber wenn man eingesperrt ist, hängt man da auch irgendwie ein bisschen doof rum. So, ich habe hier allerlei Verteidigerplattformen, aber Verteidiger müsste ich erst neu hinsetzen. So. Hauptding hier wird jetzt erstmal verbessert. So. Sind dann auch meine Steine alle. Platziere einen Verstärker auf einer offenen Plattform. Das wird dann wohl der hier sein. Und den muss ich dann aber auch beschützen. Ich hatte gehofft, dass ich mal irgendwie in die Store reinkomme, aber nichts ist. Hier könnte ich auch einbauen. Jetzt die Frage, was günstiger wäre von der Taktik her. Aber ich habe es
so ein bisschen das Gefühl, dass der andere Ort da besser ist, weil das ist ein bisschen näher an der Basis, glaube ich. Vielleicht täusche ich mich da. Näher an der Basis hieß aber, dass die vielleicht da auch Gegner anzieht. Dadurch vielleicht der Verstärker ein bisschen besseren Schutz hat. Und das hier ist doch, glaube ich, eine Ecke weiter weg von dem anderen Kram. Mein Rucksack ist voll. Na gut. Ich denke, ich nehme diesen Platz hier. So, Upgrade installieren. Dann wird er dahin gebaut. So. Hier mal was hin und dann sowas. Da lasse ich allerdings einen offen. Damit die hier hübsch reinlaufen können. So. Mal schauen, habe ich noch genug Eisen? Ja. Dann baue ich hier noch einen zweiten Weg drum. Lieber hier und da eine Tür da reinsetzen. Dass doch mal irgendwo einer durchbricht, dass er nicht immer gleich ganz außen rumlaufen muss. So. Mache ich hier draußen Holzweg hin. Um die Monster auf den Holzweg zu führen. Ja, ich möchte wetten, ich muss auch diesem Ding hier noch ein Dach verpassen, weil bestimmt wieder so komische Bauern vorbeikommen. Die so artilleriemäßig schießen dann diese Damen. So. Baugeschwindigkeit ein bisschen erhöht. So, jetzt ist das Holz schon wieder alle.
Ich bin mir ganz sicher, ich habe beim letzten Mal diesen ganzen Hügel da leer gemacht. Und jetzt sind da wieder Bäume. Also spawnt hier irgendwie was nach. Ups. Nein. Autsch. Lager. Auf dem Fußballplatz hier ist auch noch eine ganze Menge Zeug. Ah, ich hatte mir immer vorgenommen, dass ich das Tor stehen lasse. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch mal einer vorbei und will Fußball spielen. Kann man ihm ja nicht das Tor wegnehmen. Völliger Blödsinn, aber irgendwie sieht der Platz sonst so trist aus. Nö. Der Fußball liegt auch noch da. Und hier ist eine Schatzkiste. Da kommt jetzt bestimmt irgendwas raus, was ich nicht in die Tasche kriege. Ja, eine blaue Knarre. Dann werde ich mal diesen Hammer hier recyceln. Hier diesen Baseballschläger. Okay. Ist Level 10. Hol die Munition! So, jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Baumaterial. Jetzt kann ich da noch mal ein bisschen aufrüsten. Vor allen Dingen ein paar Fallen noch hinbauen. Ich brauche mal eine Sekunde.
gehe irgendwie davon aus, dass die von da kommen. Zumindest der Hauptangriff. Der Rest wird wahrscheinlich von da hinten kommen. Vermute ich mal, weil auf der Seite ist ja Riesenfelszeug. Da kann ja eigentlich gar nichts kommen. So. Na, Steinwände. So. Als Schutzwall. Ups. Okay. Da lasse ich offen, damit die hier reinlaufen können, wenn ihnen danach ist. Und hier in die Fallen reinrennen können. Ob das dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist noch eine andere Frage. Da ich halt nicht so genau weiß, aus welcher Richtung die kommen. Hier ist ein Heilpad. So. Und dann baue ich erstmal noch mal ein paar Fallen. Von den Dingern hier kann ich reichlich bauen. Hier kann man eine Wand bauen. Hier eigentlich irgendwie leveln? Nee, das kann ich nur draußen, glaube ich. Komm zu Papa. Gut vorstellen, dass die hier so angreifen. Ich setze hier mal einen Verteidiger hin. Der Kumpel hier. Ein Batzen Munition. So. Halte die Stellung und kämpft! Munition. Spannend. Zum Durchbrechen hier auch mal ab und zu welche hin. So. Genug Steine. So.
davon bauen. Okay, werden sie kaum kommen. Ah, hier vielleicht. So. Wenn ich das so angucke, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden damit. Hier baue ich mal eine Treppe hin. Dach. Hier drauf. Ja. Lasst uns was bauen. Mal schauen. Wilde Konstruktion. Ich hoffe, sie taugt was. Erstmal da reingegangen. Okay. Aber beim letzten Mal war ja bei dem anderen da, bei A, der Angriff. Und der kam entweder aus dem Süden oder aus dem Osten. Und da ich jetzt hier im Westen bin, würde ich sagen, kommt der Angriff aus dem Westen oder aus dem Süden. Ich hoffe nur, dass die sich halt auch wirklich hier auf den hier konzentrieren und nicht so viel bei A hingehen. Vielleicht sollte ich bei A auch nochmal ein bisschen nachrüsten. Ja, wenn der Sturm besiegt ist, gibt's Urlaub. So einen halben Tag oder so. Ja, Urlaub könnte ich auch gebrauchen. Bin momentan sehr viel am Arbeiten. Mehr oder weniger seit 3,5 Wochen durchgehend jeden Tag 10-12 Stunden. Komme deswegen auch nur sehr wenig zum Spielen und zum Videos machen. Aber ab Weihnachten habe ich dafür umso mehr Zeit. Sehr schön. Ich habe doch gerade Wandpfeilen gebaut. Ah, jetzt. Da sollte ich gar nicht.
So. Eisen. Holzwände von allem etwas hier hingebaut. So. Das baue ich jetzt nur, um die so ein bisschen zu verzögern. Damit ich dann immer Zeit habe, schnell auf die andere Seite zu laufen, wenn denn da Angriffe kommen sollten. Letzten Mal sind die hier von dem Ding runtergesprungen und sind irgendwie immer hier hinten den Berg hochgelaufen. Und dann hier über den Berg gerannt. Wahrscheinlich sollte ich da mal die Rampe dicht machen. Nur so zur Sicherheit. Fällt mir gerade was ein. Habe ich neulich gesehen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich habe neulich einen gesehen, der hat sozusagen ein Stück, was jetzt hier dazwischen passen würde, was so halb in diese Richtung und halb in diese Richtung geht, gebaut. Ist mir noch nicht ganz klar, wer das gemacht hat. Geht leider nicht. So mache. Hier jetzt so eine Treppe bauen, eine Wand da dran, so eine halbe. Das habe ich inzwischen zumindest rausgefunden, aber keine Ahnung, wie man diese ein kleines Gebäude andere Variante da baut. So, das sollte die zumindest da so ein bisschen von weghalten. Zumindest aufhalten. So, jetzt geht mir aber endgültig das Material aus. Und abzuernten gibt es ja auch nicht mehr viel. Na, hier steht noch was. Aber ich hoffe mal, dass die Vorbereitungen ausreichend sind und mit ein bisschen Glück kriege ich ja auch noch Unterstützung. Ich überlege gerade, hier oben drauf noch einen Verteidiger zu setzen. Na ja, oder ein Heilpad. So. Da jetzt noch so einen hinsetze. Ach ne, das ist der andere. Den darf ich da jetzt nicht rüberrufen, sonst ist er da hinten weg. Tue ich die Dame dahin. Kriegt 1000 Schuss Munition. So. Dann kann sie da rumpatrouillieren hier oben. Hat sie, glaube ich, eine ganz coole Schussposition. Mal gucken. Mal noch ihren Fußboden upgraden. Ein Heilpad hat sie ja auch. Okay. Nur aber genug gebaut und gebastelt. Wo war denn hier der Eingang? Gab es hier gar keinen? Okay.
Vielleicht brauchen wir auch noch eine Tür, die in die Mitte führt. Ach ne, den hier muss ich gar nicht schalten. Ich muss den Hauptschild schalten. Da oben an der Basis. Hier muss ich schalten. Na dann, drückt mir die Daumen. Oh, halt. Ganz wichtig. Magazin bereits voll. Unmöglich. Mehr geht nicht. Na gut. Wollte noch Munition bauen, aber er sagt, Munition ist voll. So, Hilfeanfrage für die Verteidigung senden. Und dann noch ins Lager gucken. Okay. Irgendwie neu. Dann los geht's. Jetzt sucht er eine Minute 30 oder so nach einem anderen Spieler. Bin ja mal gespannt, wie ein Flitzebogen, wie das sich jetzt hier so wird. Mal gucken. Sekunden. Bisher ist noch keiner aufgetaucht. Sieht aus, als müsste ich das alleine machen. Naja, kurz vor Mitternacht sind auch nicht mehr so viele Leute da. Welle 1 von 4 beginnt. Ich glaube, der Angriff kommt von hier. Ja, hier. Gut, dass ich den anderen Verstärker wieder... den anderen Verstärker wieder aufgerüstet habe. Kommt nur her hier. Sollte diese Falle nicht mal britzeln? Ah, jetzt hat sie es gemacht. Geht leider nicht.
Mensch, der Malmar. Die Lage hat sich beruhigt. Okay. Die Rebelle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Unmöglich. Nein. Angriff aus dem Westen. Unmöglich. Sechzig Gegner. Pass bloß auf. 56. Passt auf, die Festung wird angegriffen. Jetzt kommen hier die kleinen Hüpfer. Ja, ich nehme mich mit dem Schwert. Gegner. Ah, die müssen aber nicht alle solche Minis sein. Unmöglich. 20. Bin da schon ganz schön weit durchgekommen. Ein Geschenk mitgebracht. Ja. Kein schönes Geschenk. Die Lage hat sich beruhigt. Eine weitere Welle kommt bald. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Westen vor. Geht leider nicht. Es ist jede Menge neues Baumaterial frei, aber da habe ich jetzt keine Zeit dafür, das abzubauen. Aber jetzt können mal meine beiden Verteidiger mir helfen. Jetzt glaube ich gleich mal die Waffe wechseln. Verschwindet!
Da ist irgendwo eine Artillerietante. Da. Ein Weihnachtskleid. Eine blöde Kuh. Nein. Das geht aber derbe zur Sache hier. Artillerietante. Mehrere davon. Die Lage hat sich beruhigt. Allera. Bereite dich auf einen Angriff aus dem Osten vor. Na, wenigstens kommen sie jetzt von der anderen Seite. Pause. Nein. Geht eine Knarre, nicht. Wo ich reichlich Muni für habe. Pistole. Glaube ich bei den Mengen nicht so hilfreich. Hinten greifen die Hauptfestung an. Mach doch mal diesen Kleinen da weg. Oha. Und keinerlei Material mehr. Da haben sie aber echt eine Lücke in der Deckung gefunden hier. Verteidige die Festung!
17 Gegner über. Das schaffe ich. Oh, hier sind die Sachen drin. Puh. Du hast es geschafft. Okay, jetzt weiß ich, warum die Leute immer Hilfe dafür suchen. Hallera. Sturmschildverteidigung 5 Solo. Ist wahrscheinlich auch so eine Art Achievement. Und dafür gibt es nur eine Vierertruhe. Aber geschafft. Auch wenn es mir ein paar Löcher in die Mauern gerissen hat. Aber die kann ich dann beim nächsten Mal wieder flicken. Jetzt zeigt er mir eine Stufe 5 Truhe an. Okay. Muss ich nicht verstehen. Da gibt's 3 Lamas. Wir haben heute eine wertvolle Lektion gelernt. Macht nicht das, was ich gemacht habe. Kommandant, ich finde, wir sollten es uns jetzt in unserem aufgerüsteten Außenposten gemütlich machen. Du hast es echt verdient. Ich hab's sowieso verdient. 100 V-Bucks finde ich aber auch gut. Halte das Tor. Nochmal 50 V-Bucks. Kommandant, hör dir das an. Mach dich auf eine umwerfende Ankündigung gefasst. Jetzt geht es um die Wurst. Wir haben eine gute Chance, hier als Gewinner rauszugehen. Erzähl's deinen Freunden. Schaltet ein. Nun, du gut, hast neuer Hauptauftrag. Stelle 4 Sendungen in einer 15-Plus-Zone sicher. Okay. Muss ich wieder Radios einsammeln. Aber ich mache hier erstmal die Lamas auf. Alle 3, so. Ein silbernes draus. Was geht ab? Was bin ich glücklich, dass ich ein glückliches Lama habe. Ich steck voller Überraschung. Toll. Ah, fast nur grauer Kram. Na gut, ein blauer, 3 grüne ist irgendwie nicht so wild. Gut. Dann gucke ich hier nochmal. Ich habe 3 Fertigkeitspunkte. Holera, das ist ja aus. Sorge ich mal dafür, dass meine Gebäude stabiler werden. Was ist das hier eigentlich? Oh, mehr Rucksackgröße. Das ist auch gut. Vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen was für den Nahkampf tun. Wenn die Munition alle ist, ist das gar nicht so schlecht. So. Hier gab es ein paar neue. Hier gab es ein paar neue. Aus irgendeinem Grund haben wir hier immer noch einen Ausrufungszeichen. Ich muss ja immer mal irgendwo so ein Ausrufungszeichen festhängen. Das ist bei mir andauernd so.
weiß nicht, ob das bei euch auch ist. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob nur ich dieses Problem habe. Dass da dauernd Ausrufungszeichen festhängen. Apropos in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Hinweise habt, dass ich irgendwas blöd gemacht habe. Verbesserungsvorschläge generell für den Kanal etc. Schreibt's ruhig in die Kommentare, ich lese mir das alles ganz genau durch und antworte so schnell ich nur kann. Gibt auch keine dummen Fragen. Ich antworte auf alles. Außer auf Trolle, aber auch mit denen komme ich klar. Okay, dann beende ich das auch erstmal, diese Folge. Und wenn ihr schon mal da unter dem Video gucken solltet, da gibt es auch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Je nachdem, was ihr besser passend findet. Und der Abo-Knopf sorgt dafür, dass ihr öfter mal was von mir hört. Und wenn ihr dann noch die kleine Glocke daneben drückt, dann kriegt ihr jedes Mal Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Schöne Feiertage vor allen Dingen auch, falls wir uns nicht mehr hören sollten vor Weihnachten. Und dann lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.